Meine Muttersprache ist natürlich Englisch, aber meine erste Fremdsprache ist Deutsch. Ich habe mit 13 angefangen, Deutsch zu lernen, in der Schule erstmal, aber davor habe ich mir selbst eigentlich etwas Deutsch beigebracht. Zuerst habe ich eine App heruntergeladen und dadurch ein paar Begrüßungen gelernt. Und ich habe ja auch Deutsche im Internet getroffen, beim Gaming. Und damals habe ich Google Translate benutzt, um mit diesen Leuten zu sprechen. Und ich habe dann GCSE und A-Level in der Schule gemacht. Und danach habe ich mich entschieden, vielleicht mache ich das auch an der Universität. Und ja, also ich habe dann Germanistik studiert. Mittlerweile kann ich eine zweite Fremdsprache, und zwar habe ich ein bisschen Französisch gelernt, aber ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall nicht fließend, aber das macht trotzdem viel Spaß.